Made with Unity. Dexter Team Snap Break. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit The Abandoned Planet, einem, ja wie soll ich sagen, Retro-Point-and-Click-Adventure der alten Schule. Ich war schon mal hier in den Einstellungen drinne. Da gibt's nicht viel zu sehen, aber nicht vergessen, hier unten steht's auch mal, es ist eine Demo-Version. Bei Angespielt versuche ich euch ja immer Demos vorzustellen. Für kommende Spiele. Wir können also noch den ein oder anderen Bug oder irgendwelche Unzulänglichkeiten irgendwie finden, beziehungsweise das Spiel muss noch nicht unbedingt dem finalen Status entsprechen. So, das gesagt, würde ich einfach mal sagen, ich klicke mal hier to start. Und dann springen wir mal hinein. New Game, yes please. So, navigieren. Aha, wir können diagonal navigieren. Mit WASD. Oha. Okay. Okay, das ist interessant. So, okay. Okay, okay, okay. Alles überhaupt kein Problem. Hotspots wird's geben. Mhm. Hotkeys wird's auch geben. I, J, M und P. Das. Oh, okay. Gut, das kann ich mir nicht merken. Wir machen es bei Learning by Doing. Oh ja. Oh nein. Akt 1, der Absturz. What happened? Was that a wormhole? Where am I? Wir sind abgestürzt. Vielleicht war es ein Wurmloch, aber zumindest wissen wir nicht, wo zum Henker wir denn gerade sind. So, gucken mal. Hier können wir dann. Interesting. The atmosphere on this planet is rich in oxygen. Okay. I'll be able to breathe outside. Okay, also Atmosphäre hat reichlich Sauerstoff und wir können draußen natürlich atmen. Das macht es natürlich sehr einfach, hier das Schiff zu verlassen. Hier können wir was tun. If I open this panel and press the button, I can eject the airlock door. But I can't seem to open the glass panel. Nimm doch deine Hand! Oder nimm hier dieses alte pappige Croissant und hau da irgendwie ein Loch in die Scheibe. Hier drüben ist auch das Glas kaputt. Das kann er wohl nicht sein. So, warte mal. Wir können mal einmal zurückgehen. Wir könnten aber auch hier die Tasten benutzen, denn das ist wirklich nur Point and Click. Das wäre natürlich auch richtig nice. Something must be blocking the bay door. I'll have to find another way out. Okay, gut. Die Luke ist versperrt, wir müssen einen anderen Weg finden. The crate is sealed. I'll need something to pry it open. Na tolle Wurst, die Kiste ist verschlossen. Wir brauchen eine Brechstange, diese hier zum Beispiel. Ja, mega geil. Da machen wir The doch so. Crate is sealed. I'll need something to pry it open. Okay. Gut, dann müssen wir ins Inventar. Dann nehmen wir hier das Broken Pipe. Was haben wir denn hier? Ein Fusionsscanner. Mhm, interesting. So, kann ich... I can't do that. Es ist ein Stahlrohr, es ist eine mieselige, kleine, hutzlige, es ist ein besserer Pappkarton. Das eine Holzkiste zu nennen, ist die Übertreibung des Jahrtausends irgendwie. Da kann ich doch wohl mit der Stange kann ich da drauf rumschlagen. Tolle Wurst. Naja, gut, dann eben nicht. Hier ist was. Ach so, das ist ein Ausgang, aber wir können ja... Kann ich jetzt hier einfach... If I open this panel and press the button, I can eject the airlock door, but I can't seem to open the glass panel. Okay, warte mal. Machen wir mal so. Ja, warum nicht gleich so? So, komm, wir drücken den Knopf. Gut, dass vor der Tür niemand gestanden hat. Alter Schwede. So, dann einmal zurück. Hier ist offen, hier ist immer noch versperrt. Wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, liegt ein Baum davor oder sonst was. So, einmal nach draußen. Da liegt wirklich ein Baum davor.
ist ganz schön grob. Die Pixelart ist ganz schön grob. Die hätte ich mir... Okay, gut. So. It would take a crew working for a full month to get it back in space. Looks like I'm stuck here. Tolle Wurst. Wären wir doch mal besser geflogen. So, hier ist... okay. Was war das? Was war das? Ich wünschte, ich würde sehen, was es war, was es ist. Wir haben eine kleine Axt, okay. Nun gut, sehr schön. Dann könnten wir jetzt doch schon mal irgendwie... Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Irgendwie? Was ist das hier eigentlich? Ist das einfach nur Design oder haben wir einen Helsbalken? Ich bin mir unsicher. So, hier könnte man auch hinklicken. Ist schön, dass man die Tastenkombinationen, die sind... dass man viel auch über die Tastenkombinationen machen kann, aber letztendlich braucht man nur die Maus. Die Maus, ein geschultes Auge und irgendwie, ich glaube, naja, ein Gehirn. Ein Gehirn wäre auch nicht verkehrt. Für die vielen Rätsel. Hier sind wir, glaube ich, durch. Ich gehe erstmal nach rechts. Ich gehe erstmal raus. Ich dachte, wir gehen jetzt hier lang. Aber nicht zurück ins Schiff. Naja, geil. So, einmal hier oben. Oh, ein Triebwerk. Das haben wir hier nochmal leicht verloren. Jo, das ist wohl... Und das ist hier hinten. Das werden wir gleich sehen. So, kann man hier irgendwas mitnehmen? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Wo sind die ganzen Baumstämme hin? Die sind im hohen Bogen weggeflogen? Oder... Ich weiß es nicht. So. Was ist das hier? Der hiesige Krötengott? Das ist nicht verkehrt. It's filled with water. Ist es Wasser? Hier oben ist ein Edelstein. Eventuell. It's missing the jewel. Ich glaube, ja, ist ja wieder klar. Wir müssen diesen Diamanten klauen, unser Raumfahrzeug reparieren und dann sind wir einfach gemachte Leute. Weißt du? Hier? Richtig schön, für richtig schön Patte, richtig schön irgendwie auf dem nächsten Schwarzmarkthandel irgendwo auf einer Raumstation schön eintauschen gegen imperiale Kredits. So, hier ist eine Stadt. Hier war doch was. I can't pick that up. Dann nimm doch die Hacke. So, hier, komm. Nee, funktioniert nicht. Ich hack erstmal alle kurz und klein. Wir können das nicht nehmen. I can't pick that up. Okay, warte. Das ist denn doch das Ding hier? Interesting. The bamboo is segmented. I cut it in a kind of receptacle. Aha, okay. Ist jetzt also wie so ein kleines Becherchen wahrscheinlich. Können wir uns Wasser mitnehmen? Ich frage für einen Freund. Die ist gerade abgestürzt. Natürlich bist du durstig. Guck dir das doch mal an. Hier, wir sind hier. Water. Ja, jetzt, es ist ein Dschungelplanet. Es muss heiß sein wie irgendwas. Ja, und sie will... Nein, sie will kein Wasser. Sie will... Ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch was anderes. Was? Das, okay. Das sieht aus wie die Gated Community bei mir um die Ecke. Dankeschön. Was ist es? Ein Ring. Ein bisschen verwuchert hier. Okay. Können wir hier sonst noch irgendwie irgendwas abgrabbeln? Kann ich mit meiner kleinen Hacke, kann ich hier durchgehen? Und kann ich hier ein bisschen Action machen? Nee, das funktioniert nicht. So, einmal hier durch. Ach so. Einmal hier durch. Hier gibt's lecker... Ja, so Kakteenknospen? Keine Ahnung. Nee, funktioniert nicht. Wir können auch nichts zu essen holen. Hier ist irgendwie irgendwas. Was ist das hier? Kein Hinweis, kein Tipp, kein Nichts, kein gar nichts. Erstmal Hacke. Hier passiert gar nichts. Sie sagt aber auch gar nichts dazu. Kein Hinweis, kein Tipp, kein Das ist ein bisschen doof. So, warte mal. Muss ich mir ja selbst irgendwie meinen Kopf anstrengen? Das ist aber nicht so aufregend. So, warte mal. Wir könnten jetzt nach rechts oder nach links. Ich gehe erstmal nach rechts. Hier ist ein Seil. Und eine schöne Tiki. Cool, dankeschön. Und eine schöne Tiki-Figur. Aha. Oho. Ach du grüne Neune. Okay, gut. Da brauchen wir eine Kombination. So. Hier haben wir noch mehr. There's nothing to do with it.
Mhm. Hier ist nichts, da ist nichts, hier ist nichts. Hier könnten wir wahrscheinlich, wir müssen hier später herkommen. Da fehlen die Knöpfchen hier oben. Und hier ist sowas wie eine Bank. Das ist alles so überwuchert. Keine Ahnung. Keinem lassen Schimmer, was wir hier machen können. Hier brauchen wir den Code. Vielleicht finden wir ja irgendwie eine Felsmalerei. Vielleicht finden wir ja auch nur einfach ein profanes Stück Papier, wo irgendwas draufsteht. Hier wüsste ich gerne, was man hier tun könnte. Nee, das ist so nur so ein kleiner Ring. Hier sind irgendwelche Löcher im Boden. Das ist aber nicht so schön. Wir sind hier irgendwo im Dschungel, aber wir haben noch nicht ein Tier gesehen. Das ist problematisch. These holes seem to be letting light into an underground cavern. Okay. Kann ich, wenn ich jetzt dieses Seil nehme? I don't think so. Genau. The vine is covering up one of the holes. Heißt also, warte mal, ich nehme hier. Ach, es geht nur durch dieses. Interessant. Es geht nur durch dieses Loch durch. Okay, gut. Jetzt könnte ich doch das Seil nehmen, das hier ranbinden. Jetzt könnte ich doch das Seil nehmen und hier ranbinden. Das ist doch wohl nicht. Ja, ich will doch da runter. Ich will doch da gerne runter. Warum kann ich da nicht runter? Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Kann ich das und das zusammen machen? Für so eine Art Enterhaken-Style? Das funktioniert nicht. There's nothing interesting here. So funktioniert. Ach so. Aha. Okay, gut. Da unten ist jetzt das Seerosenblatt aufgegangen. Jetzt könnte ich hier nochmal scannen. I don't have any reason to do that. Naja, hier ist das Ding. Das Ding hätten wir hier. Ich wüsste gerne, was das sein soll. Das okay, gut. Ich habe aber auch nichts, was irgendwie damit funktionieren könnte. So, nun gut. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Ich wünschte, wir könnten hier runter. Aber das funktioniert nicht. Da haben wir nicht die Bewegungsoptionen für. Nach oben, nach unten geht's nicht. Hier wäre nix. Wir haben ja auch alles abgescannt. Wir haben sogar eine Karte. Cool. Nicht schlecht. So, hier zurück. Interesting. There are some markings here. It's an upside down Y on top. Aha. And two blank spots. Okay. Okay, oben haben wir denn schon mal, ein Y. Haben wir noch mal irgendwo was anderes? Ach, guck mal hier. Interesting. There are some markings here. It's a blank spot on top, a V in the middle, and a blank spot on the bottom. Also umgedrehtes YV. Aha. Umgedrehtes YV. Was anderes haben wir aber noch nicht gefunden hier, wa? Hier drin müssen wir nicht suchen. So. Heißt also, einmal nach oben, einmal nach hier. Aber den Rest können wir uns ja einfach ausdenken. Jetzt haben wir ja nur noch eine Kombinationsmöglichkeit. So das, jetzt das V. Na, es war doch super einfach. So, sehr schön. Da ist... Ich hol meine kleine Axt raus. Ja, mach doch mal. So, sehr schön. Haben wir jetzt also bekommen. Jetzt kann ich hier zurück. Und jetzt nehmen wir hier, ja... Wir könnten reich sein, wir könnten ein richtig schönes Schiff haben mit einem anständigen Autopilot und wir müssten nicht mehr auf irgendwelchen fremden Planeten abstürzen. Jetzt kommen die Knöpfchen raus. Sehr schön. So, nach oben, nach hier, nach da. Knöpfchen Nummer 1, Knöpfchen Nummer 2. Hallo. Was zum Teufel? Was sagt sie? Sagt sie irgendwas dazu? Ich verbinde jetzt einfach nur die Punkte.
Ich glaube, warte mal, ich muss mir das nochmal angucken. Und dann, dann muss ich mir das natürlich dann auch merken, weißt du? Und, warte. Ist natürlich sehr interessant jetzt. Also es ist oben, ja. Wenn es jetzt irgendwie so raschelt, als hätte ich Papier in der Hand, das liegt an deinem Mikrofon. Es liegt an meinem Mikrofon, an deinen Kopfhörern. Okay, dann wäre das hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann wäre das 6 und 7. So, okay, ausgezeichnet. So, dann kann ich doch mal gleich weiter. Sehr schön, kurzes, kleines Intermezzo. Wir müssten hier hin, wir müssten da hin, dann ist es, warte mal. So, habe ich mir richtig gemerkt? Dann ist es das, dann ist es hier. Die machen es aber spannend. So, Tür ist offen, wir können runter. Kommen jetzt in dieses Höhlensystem rein. It's a long way down. I don't want to get injured here. Das stimmt wohl. Hätten wir doch ein schönes Seil am Start, aber woran binden? I don't think so. Ja, wie wollen wir das tun? Das ist das große Problem. Heißt, das kann ich nicht miteinander verbinden. Ich habe nichts, woran ich es anbinden könnte. Ich habe nichts, wo ich es hinbinden könnte. Beziehungsweise, hier ist... It's a pretty sturdy tree stump. Das reicht mir doch schon. Guck's dir an. Ich dachte, das Seil ist ein bisschen kürzer. Nun gut, so, dann gehen wir doch da mal runter. Ist schön, wie das Seil hier hängt. Wir müssten da dranhängen mit einer Schatzkiste. So, hier ist, glaube ich, nichts. Ich scanne mal. Ich kann nicht scannen. Lecker Pilzchen. Hier unten ist so richtig schön Brackwasser. Herrlich. So, da können wir... Das ist bestimmt nur Schatten. Ein Spiel aus Schatten und Licht. There's some kind of inscription, but... I can't make it out in the faint light. Wir brauchen eine Lichtquelle. Diesen Scanner zum Beispiel. There's no reason to scan that. Das ist doch... So, warte. Dann können wir weitergehen. Guten Tag, hallo. Es ist... Ich fummel dir mal im Auge rum, ja? There's something glimmering in the eye socket, but it looks like it's calcified to the bone. Na tolle Wurst. So, Leichenschändung. I don't have any reason to do that. Da ist was Glitzerndes und es leuchtet und ich will's haben und Leichenschändung. Also, warum? Komm, kann ich das mit dem Bambus aushöhlen? Kann ich den Schädel mitnehmen? Kann ich ich bin abgestürzt auf einem fremden Planeten. Da ist irgendwas in seiner Augenhöhle. Ich muss irgendwelche... Ich muss mein Raumschiff wieder reparieren, von diesem gottverdammten Planeten herunterzukommen. Aber das Offensichtliche macht sie nicht. Das nimmt sie einfach nicht mit. So, rechts oder links? Links. Ah, okay. Hier könnten wir nach hinten... Was ist das hier? These lily pads appear strong enough to walk across. Okay, dann tun wir das doch mal. Komm jetzt hier hinten wieder raus. Was ist das? Ein Ring. Noch ein Ring. Haben wir jetzt einen zweiten? Wir haben einen zweiten gefunden. The center staircase is missing. How am I gonna get up there? Ich hab... Ja, ich frage... Ja, okay, gut. Ja, habe ich mich auch gefragt. Da geht's nicht weiter. Dass wir auch über diese, naja, egal, dass wir über diese Heerosenblätter überhaupt rüberlaufen konnten, ist für mich auch irgendwie ein Rätsel. So, hier ist noch mehr Wasser. Stinks. Können wir das jetzt mitnehmen? Stinkewasser. I don't have any reason to do that. Das kann ich nun hier wieder verstehen. So, hier ist noch eine Münze. So, dann könnten wir Stinkewasser. Was haben wir jetzt überhaupt dabei? Ich mach mal Stinkewasser. According to my fusion scanner, ja. It's liquid sulfur. Strange that it looks like water. Kommt das da oben auch aus dem Dings raus? Aus der Lurchstatue. Kommt es da raus? Ist es... Naja, Schwefel, köstliches Schwefel. Flüssiges Schwefel. So. I don't know. Could be dangerous. Das stimmt wohl. Komm, hier, Scanner.
This plant contains magnesium ions, bioluminescent microorganisms. Should be safe to touch. Sehr schön. Wir haben uns eine Lampe gefunden. Kann ich die mitnehmen? Ich habe jetzt eine. Okay, gut. Hier wäre. Ach du Scheibenkleister. Kann ich die schon mal einsetzen? Noch 7. Kann ich auch mitnehmen? Okay, gut. Oder kann ich die mitnehmen? Sollte ich die mitnehmen? Ach komm. Ich nehme die mit. Wir wissen ja, wo das ist. So, nicht, dass es jetzt hier einfach, dass es nicht das Rätsel ist. Was ist das hier? Was wabert hier rum? Der Scanner hat nichts gesagt. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist das Teil. Hier ist sonst gar nichts. So, da könnte ich jetzt hier wieder zurück, hier wieder hin. Dann beleuchten wir mal hier das. Okay. Gut, dann beleuchten wir das Teil. Das sieht mir doch aus wie der Gerät da hinten. Wir haben 4, fehlt nur noch eine. Heißt also, wir müssten dann die 2 und die 4. In der zweiten Reihe machen wir den ersten. Ja, und in der dritten Reihe machen wir 3 und 4. Okay, gut, das kann ich mir merken. So, warte mal. Wir brauchen noch eine Münze. Hier drinnen? There's something glimmering in the eye socket. Ja. Es sieht so ein bisschen aus. It looks humanoid. Let's see here. Es sieht aus wie eine Münze. Just like me. Ja, dann könnten wir doch jetzt die Münze nehmen, weil es ist ja menschlich, beziehungsweise es ist ja auf Kohlenstoffbasis, weißt du, wir sind uns ja nicht so fremd. Da kann man mal ein bisschen in der Augenhöhle rumgrabbeln. Ich will das haben! Jetzt brich es jetzt raus! Jetzt ist doch wohl nicht die Möglichkeit, warum? Es ist die letzte Münze, ich brauche die für das Rätsel da hinten. Sonst komme ich hier nicht weiter. So, warte. Machen wir nochmal einen auf diesen. So, komm hier. Münze. Ich habe die 2 und die 4 war das. Dann habe ich die 1 in der zweiten Reihe. Hier. Und dann habe ich die letzten beiden hier. Und jetzt brauche ich noch die eine Münze aus dem Augensockel. War doch richtig, wa? Warte mal, habe ich mir bestimmt richtig gemerkt. So, geht nicht. Hier hinten ist nichts mehr. So, Sulfur, Schwefel, was machen wir mit dem Schwefel? Brauchen wir das Schwefel? Ich brauche das Schwefel anscheinend. Kann ich jetzt hier mit dem Schwefelwasser hier das Calcium auflösen? Ich kann. Coolio. So, hätten wir auch rausbrechen können. Hätten wir auch deutlich einfacher und leichter haben können. Aber nein, Leichenschändung ist ja wieder nichts für sie. So. Ach, wir sind verwandt. Kohlenstoffbasierende Kreaturen. Humanoide. So, da kann ich nicht einfach mit einer Axt im Gesicht rumfuchteln. So, da kommt die Treppe. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Zu einem anderen Teil des Dschungels, hoffe ich. Dankeschön, vielen Dank. Ich frage mich natürlich auch die ganze Zeit, warum zum Henker eine Münze irgendwie in seinen Kopf gekommen ist. Vielleicht ist sie oben durch das Loch im Schädel gefallen. Keine Ahnung. So, einmal nach oben. Hier kurz mal alles abscannen. Oder beziehungsweise können wir hier scannen? Nö, funktioniert nicht. Das scheint mir einfach nur... Hier ist nichts. Ist ja nicht. Oh my, oh. A city. I have to get in. Maybe I can figure out where I am. Die sieht ganz schön heruntergekommen und verlassen aus, wenn ich ehrlich bin. Hier ist so ein riesiger Turm. Ist das ein gigantischer, großer Edelstein? It's stuck in the ground. Was ist denn überhaupt? So, warte. Scanner? There's no reason to scan that. Ach, na gut. Gut, dann nicht. Es ist ein Stein. Vielleicht ist er hiervon weggeflogen. Vielleicht gab es eine große Explosion. Who knows? Ist das ein Tor? Wir werden es gleich sehen. So, warte mal. Hier ist sonst nichts außer das Teil. Aber da weiß ich nicht, was es sein soll.
Kann ich da mit der Axt ein bisschen herumfuhrwerken? Es ist einfach nur ein Block. Okay, gut. Runter. Why is there a wall around this city? Ja, vielleicht haben sie den technologischen Fortschritt nur bis zum erdähnlichen Mittelalter vollzogen und da waren Stadtmauern eine gute Verteidigung gegen Räuber, angreifende Armeen, aber vielleicht ja auch Flora und Fauna, weißt du, hier so im Dschungel. Ich hab, Why is there a wall? Jetzt geh doch mal da runter. So. Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Hier ist was, hier ist. Das sieht ein bisschen Augen. Das sieht ein bisschen auffällig aus. Aber sonst ist hier nichts, wahr? Scannen? Nö, können wir nicht. Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Jetzt könnten wir hier was machen, aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Gehen wir hier mal weiter. Aha. Kann ich jetzt darüber? Nee, funktioniert so nicht. Jetzt so. So, okay. Keine großen Sprünge. Das ist ist hier ein Schatz hinter dem Wasserfall? Ich muss das wissen. Er bietet mir das nicht an, aber... Okay. Hier haben wir wieder so ein... so ein Rätsel wie vorhin auch schon. Das Lichterrätsel. Hier können wir nichts machen. Können wir hier scannen? Können wir nicht. Wir können hier nicht scannen. Den Block funktioniert auch nicht. Dann gehen wir... Ich bin fasziniert von dieser Kreatur. Die hat kein Gesicht, außer sie steckt ihre meterlange Zunge raus. Und warum hat sie so scharfe Zähne, wenn sie sowieso immer nur Blätter futtert? Das ist ein bisschen komisch. Hallo? Das stimmt wohl. Haben wir nicht noch mal ein bisschen Stinkewasser? Oh, ach, ich weiß. I don't wanna hurt it. Aber wir sind doch... Ich hab keine Ahnung. Kann ich... There's nothing to do with it. Aber Hochfrequenz! Wir könnten doch. Kann ich ihr einfach hier den Block nehmen? Ach, das ist doch mal. Das ist doch wohl nicht mehr. Hier, komm. Ja, ist doch gut. So, hör auf mich anzuschreien. Kann ich mit dem Scanner. Kann ich hier schon mal gucken? Was zum Geier ist das? The creature is carbon-based. Schon wieder. Nicht aus Silikon. So, haben wir irgendwas hier vergessen? Hier zum Beispiel. Das ist ein bisschen komisch hier. Warum gibt es diesen Bildschirm? So, hier ist nichts, da ist nichts. Wir haben aber auch nichts anderes. Den brauchen wir. Den müssen wir haben für den Schlüssel da hinten, für die Säulen. Das ist hier unsere Allerwelts-Apparaturen. Die werden wir wahrscheinlich für mehrere Rätsel benutzen. Das Teil braucht eine Batterie. Oder einen Sender. Mit Hochfrequenz können wir den Gobberflop quasi, können wir da wegtreiben. Würde ich jetzt mal vermuten wollen. Wenn ich jetzt hier mal auf die Karte gehe. Nee, man kann nicht durch die Bilder springen. Schade, funktioniert nicht. Eine Batterie. Hätte ich die jetzt schon im Schiff haben können? Ist ja die einzige Stromversorgung. Habe ich da irgendwas übersehen? Also, das ist eine rhetorische Frage. Muss ich jetzt nicht beantworten. Ich gehe mal wirklich hart davon aus, dass ich das habe. So, hier zurück. Hier ist nichts. Hier ist Schnuffbärt. Bisschen Stinkewasser. Sonst ist hier nichts. Hier ist aber auch noch irgendwie so eine... Sieht ein bisschen aus wie Tür. Hier sind wir jetzt wieder da. Okay. Wenn ich die Münzen auch wieder mitnehme und die Treppe zieht sich wieder ein, das wäre natürlich interessant. Das wäre super interessant. So, warte mal. Dann einmal nach oben. Zurück. Dahin, zurück, hier rein.
The crate is sealed. I'll need something to pry it open. Wir müssen immer noch die Kiste öffnen. Something must be blocking the bay door. It doesn't matter though. I can get out through the airlock. Guten Tag. What is that? What is that? Powered hand grip. I think I can make some kind of a sonic pulse. Ausgezeichnet. So, das hätten wir schon viel früher haben können. So, so ein bisschen Backtracking, naja, ist okay. Ist okay, weißt du, was man nicht im Kopf hat, war, das muss man dann einfach in den Beinen haben. Einfach hier, einfach da, dann nach vorne, dann müssen wir hier lang, dann müssen wir hoch, dann müssen wir hier hoch, dann müssen wir da lang. So, einmal vor, nochmal vor, nochmal vor, noch zur Seite. Hallo, Kammerflop. This shit scared away. Oh nein. Hey, da hinten. That worked, but it completely drained the sonic emitter. No use carrying it around. Schmeiß den Müll einfach hier in den Busch. Ist doch kein Problem. Es ist doch, es baut sich ein paar tausend Jahren ab. It's missing a block. Ja, das habe ich auch schon gesehen. So, guck mal hier, habe ich gefunden. Drücken, drücken, drücken. So, jetzt müssen wir kurz wieder zurück. Jetzt müssen wir hier hin, jetzt müssen wir da hin. Heilige. Da, da, di, da, da. So, machen wir so, machen wir so. Machen wir. Nein, ich will hier runter. Verdammt, nein! Es ist doch. Was ist denn das hier? Ach, die Steuerung ist aber schrecklich. Man kommt nicht wieder nach innen? Hä? Warum? Ich komme nicht wieder in den inneren Kreis. Ich komme nicht in den inneren Kreis. Das ist aber ein bisschen mager. Warte mal, ich setze mal zurück. Ich kann nicht wieder zurücksetzen. Eine tolle Wurst. So. Dann mache ich so. Dann komme ich hier nicht rum und hier komme ich... Was ist denn das? Ich komme hier nicht rum. Also den inneren Kreis. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme auch nicht runter. Ich komme nicht hoch, ich komme nicht runter. Verdammte Axt. Warte mal. Ich kann... Bin hier? Nee, geht nicht. Ich komme hier auch nicht runter. Hier komme ich auch nicht runter. Ich komme hier nicht durch. Hier komme ich nicht runter. Hier komme ich lang. Hier komme ich lang. Hier komme ich lang. Hier komme ich lang. Es ist doch was, diese eine Millisekunde. Nein. Ach, so schrecklich. Ach so, macht er nicht automatisch? Okay, die Rätsel sind echt ein bisschen strange. So, warte mal. Eins. Zwei. Drei, vier. Also, warte mal. Das ist die 3, das ist dann die 5. So. Ich hoffe, ich habe mir das gemerkt. Der Gerät. Wo ist jetzt der Gerät? Ja. Hab ich. Hier ist der Gerät. So, warte. Das müsste jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sein. Ja, sehr schön. Sperr auf die Türe. Oh, es ist doch bewohnt. Mm-hmm.
Sitzung folgt. So, das war anscheinend die Demo zu The Abandoned Planet, der gar nicht so verlassen scheint. Wir haben ja gerade in der ziemlich heruntergekommenen, ruinösen Stadt haben wir ja gerade noch einen, ist ja kein Alien, aber noch ein Bewohner dieses Planeten gefunden. Große Frage ist natürlich, werden wir unser Raumschiff reparieren können? Was für Abenteuer, was für Rätsel werden uns noch bevorstehen? Und werden wir irgendwann wieder zu Hause ankommen? Das ist die große Frage. Wenn dir dieses Spiel gefallen hat, ja, und auch dieses angespielt, dann renn doch einfach mal zum Spiele-Dealer deines Vertrauens, lad dir da die Demo herunter und spring mal selbst hinein in den Knobelspaß. Ich brauchte so ein kleines bisschen, um reinzukommen, aber dann ging es eigentlich ziemlich geradlinig flüssig durch, weißt du? Also, was soll ich sagen? Außer vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.